Hallo, ich bin Felix Lorca, der Geschäftsführer von Alpin Lorca. Ich möchte euch heute unser neues leichtes Zweimannzelt vorstellen, das Cloud Prop 2. Ich möchte euch kurz erklären, wie das Zelt zusammengebaut ist. Zuerst, das Zelt hat eine Bodenplane dabei, wie ihr hier sehen könnt. Wir haben hier ein Innenzelt, welches mit einer Stange abgespannt wird. Und dann haben wir noch ein wasserdichtes Außenzelt, den ihr einfach drüber klappen könnt. Zuerst legen wir die Bodenplane auf. Dann könnt ihr einfach das Innenzelt auf die Bodenplane geben. Die Stange, was dabei ist, die Aluminiumstange mit dem Haken befestigen und dann die Stange mit dem Ground Sheet dem Innenzelt durch verbinden. Wenn das Wetter gut ist und ihr seid in einer trockenen Umgebung, dann könnt ihr ja nur das Innenzelt benutzen als ja, Mückenschutz, Insektenschutz. Wenn es morgen taut schon und es regnet kommen könnte, habt ihr natürlich noch das wasserdichte Innenzelt. Will ich sie einfach bewältigen können. Einfach drüber schmeißen, gibt einen Eingang bei dem Zelt, dann ist es eigentlich einfach. Dann könnt ihr mit den die Schnallen, zuerst die Schnallen fixieren an allen vier Seiten, Ecken. Wenn ihr die Schnallen fixiert habt, könnt ihr einfach, müsst ihr das Zelt nur noch abspannen. Dieses Zelt ist leicht, robust, ideal zum Wandern, für Bikepacking, für Fahrradtouren, für Kanutrips. Wenn man sagen will, jetzt, es haben zwei Leute Platz, ist gut durchlüftet. Ja, ist ein super leichtes Allround-Zelt.